Und wir freuen uns jetzt auf Sie. Ganz herzlich willkommen. Hallo heute zur Brisant-Sendung. Und wir haben heute ganz viel Liebe drin in der Sendung, unter anderem mit Heidi Klum. Die spricht über ihren jungen Freund. Hochzeit ist da übrigens nicht ausgeschlossen. Wow. Ja, dann haben wir noch Guido Maria Kretschmer. Auch der spricht übers Heiraten. Er hat gerade geheiratet am Wochenende. Und dann noch verrät er, warum er kurvige Frauen so mag. Also da gibt es einiges prominent später mehr bei uns in der Sendung. Aber jetzt gucken wir erst mal sonst auf die Themen an diesem Tag und starten damit. Fußball soll fair sein und Teamsport. Umso mehr entsetzt diese Geste, dieses Foto einer Fußballmannschaft, die da den Hitlergruß zeigt. Tatsächlich, dieses Foto, das da entstanden ist, angeblich aus einem Spaß heraus, das hat mehr als nur Unverständnis ausgelöst. Die Debatte um solche Gesten, die reichte heute sogar bis in den Bundestag. Und überall gibt es das gleiche Signal, sowas, das geht einfach nicht. Was hier noch übrig ist, das war mal ein ganzes Haus. Im Landkreis Friesland hat es dieses verheerende Feuer gegeben. Und wie dramatisch das war, das lassen nicht nur die Bilder erahnen, auch die Berichte der Helfer vor Ort, die zwischenzeitlich fürchteten, dass da noch weit mehr passiert. Schauen wir in die USA auch heute. Wir sind vorbereitet. Das ist das Signal, das wir heute von der Ostküste von vielen Menschen dort bekommen. Wer kann, der hat einfach das Auto genommen. Der Highway, der gleicht, das ist das Bild dazu, einer Autolawine inzwischen. Und alle wollen in eine Richtung, die die wegführt, klar. Andere, die nicht direkt in der Gefahrenzone liegen, haben ihre Häuser zugenagelt, sich erstmal mit Vorräten eingedeckt. Es ist jetzt das berühmte Warten auf den Sturm. Die Namen der Stürme, die wechseln, die sorgen nicht. Diesmal ist es die stürmische Florence, die da kommen soll. Ja, noch sitzen alle am Strand. Wir kommen zu einer Frau, die immer Kämpferin war, jetzt erst recht. Man kann davor wirklich nur den Hut ziehen. Christina Vogel ist gemeint. Sie hat heute zum ersten Mal ganz öffentlich über ihren schweren Sturz gesprochen und die Diagnose, die sie daraufhin bekommen hat. Querschnittslähmung. Das ist für jeden ein hartes Schicksal, aber mit noch mehr Konsequenzen ist es für eine solche Sportlerin verbunden, wie sie es immer gewesen ist. Schön, dass sie es jetzt schon wieder so sehen kann. Das ist ganz toll. So, wir haben noch ein schönes Bild, hat die Berliner Polizei gepostet. Muss man mal drauf gucken. Das ist die Ausbeute eines Diebes, nämlich, den man auf frischer Tat sozusagen ertappt hat. Über diese Beute staunte die Polizei auch deshalb so sehr, weil der Dieb 16 Jahre alt ist. Und so fragte sie unter diesem Tweet dann, was denn ein 16-Jähriger bitteschön mit so vielen Kondomen überhaupt will. Der hat es dann auch verraten, gestanden sozusagen, er wolle doch noch seine Freundin besuchen. Diese Antwort, die kommentierten dann sehr viele, viele Leser mit Daumen rauf und Sprüchen wie, also so ein Diebstahl, der sollte doch eigentlich nicht unter Strafe stehen. Der junge Mann habe doch jetzt genug zu tun. Also die Polizei in Berlin, die hat auch manchmal Zeit für Humor. Das zeigt es wohl. Wir gucken auf weitere Nachrichten und da beginnen wir in Brandenburg. Da bleiben wir sicherlich dran. Darf es einen Spielfilm über den Amoklauf auf der norwegischen Insel Utøya geben? Damals starben dort 69 Kinder und Jugendliche durch den Amokläufer Anders Breivik. Und es gab einige, die haben gesagt, doch bitte nicht das als Film, das ist ja furchtbar. Aber wir haben mit Menschen gesprochen, die selbst dabei waren, diese Stunden der Angst selbst miterlebt haben. Und die sagen, zum Glück gibt es jetzt diesen Film. Denn genauso hart war es und das ist eben unsere Geschichte. Und so sind sehr eindrückliche Bilder in diesem Film entstanden. Und den Film gibt es bald im Kino. Ab nächster Woche geht's los. Und bei uns geht es weiter mit der Prominenz. Wir haben heute Guido Maria Kretschmer in der Sendung, der verrät, wie seine Hochzeit denn war. Dann haben wir Heidi Klum, die von ihrer Liebe zu Tom schwärmt. Und wie, sie sagt nämlich, es kann alles passieren. Wow, also jetzt mehr. Starten wir mal mit den beiden. Heidi hat nämlich verraten, dass da möglicherweise tam tam tada, tam tam tada, genau, es ist alles drin mit ihrem Tokyo Hotel Tom. Die Modelmama ist ja super frisch verliebt und teilt dieses Glück gerade auf Instagram mit der ganzen Welt, also jeder, der möchte. Und jetzt hat sie im Interview dazu einiges verraten. Hallo. Ja, deshalb lohnt es sich manchmal nicht am Nudelsalat sitzen zu bleiben, sondern einfach mal rauszugehen. So, und wo wir gerade hier auf der Liebeswelle surfen, so, bitteschön, sieht ein frisch gebackener Ehemann aus und mit dem Ehering hat er es klar gemacht. Guido Maria Kretschmer hat mit uns gesprochen. Es ist das erste Interview nach der Hochzeit am Wochenende. Naja, und? Wie geht's? Na klar, überglücklich. Und trotzdem schwärmt er hier schon wieder auch von anderen Kurven, ja? Und da, Mädels, geht's um uns. Mai, ist das schön. So, wir outen noch jemanden. Wussten Sie, dass unser Bundestrainer Jogi Löw Riesenfan ist von zwei Frauen? Genau, gleich zwei. Einmal Helene Fischer und dann bitteschön auch
diese Dame hier, die wunderschön singen kann, Amy MacDonald, die haben wir getroffen zum Interview. Und klar haben wir viel über Musik geredet. Sie hat nämlich lange nicht mehr gesungen offiziell, aber auch über Fußball. Und sie hat auch ein paar tröstende Worte, wie schön für uns nach dem WM-Debakel. Bräuchten wir ja. Und was gibt's noch? Skandal bei der Lindenstraße. Mutter Beimer geht fremd. Also bevor jetzt die Lindenstraßen-Fans hier Sturm laufen, es ist alles gut. Marie-Louise Mayern spielt nur in einer anderen Serie und spielt mal eine ganz neue Rolle. Und jetzt bin ich hier sozusagen der Bachelor im Studio. Schau mal, wir lassen es Blumen regnen, denn sie spielt demnächst bei Rote Rosen mit der Erfolgsserie aus der Stadt Lüneburg. Das ist sie übrigens. Jetzt können wir natürlich besorgt fragen, will die etwa jetzt auch noch weg aus der Lindenstraße, wie gerade schon ihr Serien-Ex-Mann Hans Beimer. Auch das haben wir natürlich geklärt. Hübsches Foto haben wir noch. Da könnte man sich fragen, wo will denn bitte schön der Rasenmäher hier mit der Prinzessin hin? Ich habe das übrigens aber gerade erklären lassen. Das hier ist kein klassischer Rasenmäher, ein Balkenmäher, macht aber im Grunde genommen auch das Gras, vor allem kurz. Das da hinten dran ist Kronprinzessin Victoria übrigens. Und wie es dazu kam, zu diesem hübschen Moment, hören wir jetzt. Wir haben noch ein Bild, das muss man wirklich erklären. Das ist Tatortkommissar Martin Brambach und das daneben seine Frau. Dass die da so aussehen, das liegt an einem großen Wunsch der zwei. Und deshalb waren sie ganz furchtbar aufgeregt, konnten gar nicht schlafen die Nacht davor. Und jetzt erzählen wir mal, was da genau passiert ist vor diesem Foto und warum die so staubig aussehen. Tatort Kohlebergbau, ja, war auch für unser Kamerateam eine Herausforderung. Und wir sind nah dran, am Ende der Sendung, kurz auf die Uhr geguckt. Genau, pünktlich fertig, jetzt gefragt, gejagt, viel Spaß, bis morgen. Tschüss. We'll be right back.